Wir haben einen neuen Fall hier für Kamisli kümmert sich. Frau Barbara Kaiser aus Detmold-Hiddesen und Pharrell, ihr Enkelkind, haben sich bei uns gemeldet. Frau Kaiser, worüber ärgern Sie sich denn hier konkret? Ärgern tue ich mich ja gerade nicht, aber ich mache mir Sorgen um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg. Mhm. Und das ist hier in meiner Nachbarschaft eben eine ganz üble Ecke. Die Kinder haben gelernt, die wissen genau, an welcher Stelle sie über die Straße gehen sollen. Ist trotzdem noch sehr gefährlich. Und mein Anliegen ist es halt, dass da doch ein Zebrastreifen hinkäme und ein Hinweisschild, dass, sage ich jetzt mal, ich als Oma nicht jeden Mittag da stehen muss und aufpassen, dass den Kindern nichts passiert, also dass sie nicht übergefahren oder angefahren werden. Also Sie machen sich große Sorgen? Ja, mache ich mir. Nachdem ich da angerufen hatte bei der Stadt Detmold und angefragt hatte, haben die ja innerhalb von zwei Tagen... Ja, mal hier. Erste Besprechung, ja. Vom Bauhof war jemand hier und auch einer vom Büro. Und haben sich das angeguckt, haben das auch sofort akzeptiert, haben gesagt, sehen wir ein, wollten wir sowieso machen. Wir freuen uns, dass die Stadt so schnell gekommen ist auf ihre Veranlassung hin, haben das ja auch, ich sag, zur Zufriedenheit gemacht. Okay. Wir sind ein ganzes Stückchen weitergekommen. Okay, aber Sie haben ja nicht nur die gelben Füße bekommen und die Verlängerung der durchgezogenen Linie. Wir haben auch ein Verkehrsschild bekommen. Okay. Ein Hinweisschild, da Neue Wiese, 25 steht das jetzt, glaube ich, vor dem Haus. Nur es wäre schön, wenn jetzt die Grundstraße genau noch so eins kriegte. Ne? Also in der Nähe von der Grundschule dann? Ja, oder hier um die Ecke. Okay.